Hallo, liebe Geschwister. Ich freue mich, dass Sie wieder zuhören, wieder mit zuschauen. Wir wollen uns heute mit dem Aufbrechen des siebten Siegels beschäftigen. Und damit sind wir in der Offenbarung im achten Kapitel. Und ich lese die Verse 1 bis 13. 1 bis 13. Dann öffnete das Lamm das siebte Siegel. Da wurde es im Himmel ganz still, etwa eine halbe Stunde lang. Ich sah die sieben Engel, die immer vor Gott stehen, ihnen wurden sieben Trompeten überreicht. Da kam ein weiterer Engel und trat an den Altar. Er hatte eine goldene Räucherpfanne und bekam eine große Menge Weihrauch überreicht. Damit sollte er die Gebete der Heiligen als Räucheropfer darbringen. Das tat er auf dem goldenen Räucheraltar vor dem Thron. Der Duft des Weihrauchs, das sind die Gebete der Heiligen, stieg aus der Hand des Engels vor Gott auf. Dann nahm der Engel die Räucherpfanne, erfüllte sie mit Feuer vom Altar und warf es auf die Erde. Da hörte man Donnern und Grollen, es blitzte und die Erde bebte. Die sieben Engel mit den sieben Trompeten machten sich bereit, sie zu blasen. Der erste Engel ließ die Trompete erschallen, da entstand Hagel und Feuer, vermischt mit Blut, die wurden auf die Erde geschleudert. Ein Drittel der Erde verbrannte, dazu ein Drittel der Bäume und alles grüne Gras. Dann ließ der zweite Engel die Trompete erschallen. Da wurde etwas ins Wasser geworfen, das aussah wie ein riesiger Berg aus Feuer. Ein Drittel des Meeres wurde zu Blut. Ein Drittel der Geschöpfe, die im Meer lebten, starben. Und ein Drittel der Schiffe wurden zerstört. Dann ließ der dritte Engel die Trompete erschallen. Da fiel ein großer Stern vom Himmel. Er brannte wie eine Fackel und fiel auf ein Drittel der Flüsse und auf die Wasserquellen. Der Stern trug den Namen Bitterkeit. Da wurde ein Drittel des Wassers bitter. Viele Menschen starben durch das Wasser, denn es war ungenießbar geworden. Dann ließ der vierte Engel die Trompete erschallen. Da wurde ein Drittel der Sonne, des Mondes und der Sterne weggeschlagen. Dadurch wurden sie zu einem Drittel dunkel. Ein Drittel des Tages hatte kein Licht und ebenso war es in der Nacht. Dann sah und hörte ich einen Geier. Er flog hoch oben am Himmel und rief mit lauter Stimme: Wie schrecklich, wie schrecklich, wie schrecklich wird es für die Bewohner der Erde sein. Denn noch haben drei Engel ihre Trompeten nicht geblasen. Sie werden sie aber bald erschütteln lassen. Liebe Geschwister, kein schönes Thema. Aber das letzte Siegel ist gebrochen. Und nun ist der Blick auf die Rolle frei. Das, was versiegelt ist, das, was verborgen war, liegt nun offen. Was kommen wird? Das Ende. Und das allererste, was geschieht nach dem Öffnen des Siegels, ist Stille. Eine halbe Stunde Stille. Keine Gebete, kein Lobpreis, keine Schreie, Stille im Himmel. Und dann ein Engel, der kommt, um mit letztlich Weihrauch die Gebete der Heiligen vor Gott zu bringen, das Flehen der Heiligen vor Gott zu bringen, die darum bitten, dass er zurückkommt, dass er wiederkomme, dass endlich der Moment der Gerechtigkeit komme. Und diese Gebete bringt dieser Engel bewusst vor Gott. Sehr eindrücklich geschildert auf diesem Räucheraltar,
der uns schon begegnet ist beim Zwischenspiel, wo die letztlich die Heiligen auch schon gefragt haben, wie lange noch? Nun ist die Zeit. Und den sieben Engeln um den Thron, den sieben Geistern, wie sie auch genannt werden, werden Trompeten gegeben. Und bei jeder Trompete, die erschallt, bei jedem Ton, der gespielt wird, sozusagen, geschieht etwas. Wird ein neues Kapitel sozusagen aufgeschlagen in der Endzeitgeschichte. Trompeten wurden ja eigentlich vielfältig verwendet oder Posaunen, je nachdem. Zum Beispiel im Gottesdienst dienten sie, um bestimmte Rituale ja, sozusagen zu eröffnen. In der Schlacht galten sie oder erschallen sie, um Kommandos weiterzugeben, um den Lärm zu übertönen und damit bestimmte Truppenbewegungen durchführen zu können, aber eben auch bei der Intronisation von Königen spielten sie eine Rolle als ein Instrument, das sozusagen alles übertönt, alles durchdringt. Ein Instrument, was dem König letztlich auch die Ehre gibt. Dadurch diese Posaunen auch. Und die erste Posaune, die geblasen wird, da heißt es, dass nun Feuer und Hagel vom Himmel kommen, vermischt mit Blut. Zuvor hat der Engel von der Glut des Altars auf die Erde geworfen. Ein bisschen diese verbrannte Erde erinnert vielleicht auch ein Stück an die vielen Waldbrände, mit denen wir immer wieder jetzt zu tun haben, die weite Gebiete abbrennen lassen und eigentlich unserer Erde so nach und nach in den Würgegriff nehmen. Nicht nur Tiere sterben, sondern durchaus auch unser Lebensraum wird begrenzter. Und wenn man schaut, wie die Feuer gewütet haben, gerade auch dieses Jahr in Russland zum Beispiel, da ist eine Fläche so groß wie Deutschland weggebrannt. Kann man sich gar nicht vorstellen. Und vor allem eben diese Schwelbrände. Aber im Prinzip ist damit ausgedrückt, mit dem Drittel, das muss man im Vorfeld sagen, das geht nicht um eine mathematische Größe, sondern dass ein Teil bewusst weg ist. Ein Teil, der zur Lebensgrundlage gehört. Ein Teil, der Leben möglich macht, wird genommen. Als die zweite Posaune geblasen wird, geht es um das Wasser. Und um einen riesigen Berg aus Feuer. Es scheint so wie ein Vulkanausbruch. Vielleicht ist auch im Hintergrund der Vulkanausbruch 79 nach Christus, wo ja der Vesuv ausgebrochen ist und ungeheuer viel Unheil verbreitet hat. Da steckt eigentlich die Erfahrung dahinter, wenn Feuer dann wirklich auch sich ausbreitet, wird alles Leben zerstört. Und hier geht es auch um die Zerstörung der Meere. Ein Drittel des Meeres wird zu Blut. Ein Drittel der Geschöpfe stirbt. Wir erleben auch jetzt durchaus dieses Sterben im Meer. Wir wissen noch nicht um das Ausmaß. Aber die Meldungen häufen sich. Und auch das, was auf dem Meer ist, kommt zu Schaden. Noch ist der Mensch nicht unmittelbar betroffen. Noch kann der Mensch sich wegwenden und sagen, na ja, es sind halt Bäume und Natur, das ist schade, aber es ist halt das Meer. Aber dass das letztlich auch Lebensgrundlage sind, das wird ihm erst später deutlich. Der dritte Engel dann, da heißt es, dass ein großer Stern vom Himmel fällt. Wir würden heute sagen, ein Kometeneinschlag. Und erneut wird ein Drittel der Flüsse letztlich nicht mehr nutzbar, verseucht. Der Stern trug den Namen Bitterkeit. Und das Wasser wird ungenießbar und Menschen, die davon trinken, sterben. Nun wird es deutlich.
dass das, was geschieht mit unserer Erde, dass das letztlich auch unser Leben betrifft. Und die vierte Posaune, ein Drittel der Sonne, des Mondes, der Sterne weggeschlagen. Und das Licht, das Lachen nach verblasst, vielleicht auch durch das, was geschieht, wenn die großen Vulkane dieser Welt ausbrechen. Wir erinnern uns, dass da in Island mal einer ein paar Wochen vor sich hin geblubbert hat und mächtig Rauch verteilt hat. Das hat unseren gesamten Flugverkehr in Europa lahmgelegt. Erinnern Sie sich noch? Und bei den großen Ausbrüchen war es tatsächlich so, dass dann anschließend das Klima sich leicht veränderte. Warum? Weil die Staubpartikel in die Atmosphäre geschleudert wurden und das Sonnenlicht nicht mehr hindurchkam, das Mondlicht nicht mehr genügend hindurchkam und so durchaus auch Zeiten von Hunger und Missernte kamen. Also Bilder, die schon sehr, sehr griffig sind. Und wenn man heute dran denkt, dass zum Beispiel der Yellowstone Park in den USA letztlich ein großer Vulkan ist, der jederzeit ausbrechen kann, und dass man weiß, wenn er ausbricht, dann verdunkelt sich tatsächlich unsere Atmosphäre so stark, dass wahrscheinlich für 2 Jahre das Sonnenlicht nicht mehr richtig durchkommt, dann könnte das genau so etwas bewirken. Vielleicht sogar noch viel, viel größer. Erschreckende Bilder. Und nun ist der Tod tatsächlich da und dass gerade ein Geier schreit, wie schrecklich, andere übersetzen ein Adler, aber es ist eher doch ein Geier, um die Menschen zu warnen. Und zwar sehr deutlich dahingehend, noch ist Zeit, umzukehren. Noch ist Zeit. Und das Erschreckende ist, dass dies ja alles von dem Thron ausgeht. Es werden ihnen gegeben nach dem Willen Gottes, den Engeln, die Posaunen oder die Trompeten, damit sie dieses einläuten. Aber die, die auf Gott hören, die, die letztlich das Zeichen Gottes tragen, die das Siegel empfangen haben, sie werden bewahrt. Aber es kommen noch 3 Trompeten. Liebe Geschwister, ich erinnere noch einmal, jede Zeit hat für sich gedacht, es ist die Zeit der Offenbarung. Wir wissen es nicht, ob wir in dieser Zeit wirklich jetzt leben oder ob uns noch mehr Gnadenzeit geschenkt ist. Aber wir sollten es nicht auf die leichte Schulter nehmen. Wir sollten auch die Zeichen der Zeit nicht immer haargenau buchstabieren, sondern letztlich geht es darum, dass diese Offenbarung uns zeigen will, bleibt wachsam. Lasst euch nicht einlullen. Lasst euch nicht täuschen. Schaut genau hin. Erhebt eure Stimme da, wo es nötig ist. Aber macht euch nicht durch all die Kleinigkeiten, die manchmal uns umgeben und uns scheinbar den Nerv rauben, nervös. Sondern orientiert euch am Wort Gottes und am Christus. Dann werdet ihr auf der Seite des Lebens stehen, auf der Seite Gottes. Himmlischer Vater, du hast uns heute erschreckende Bilder gezeigt. Bilder, die durchaus auch heute wir in unserer Welt sehen. Bilder, die wir uns gut vorstellen können, dass es heute geschieht. Und wir fürchten, dass wir schon in einer Zeit leben, wo es um das Schicksal dieser Erde geht. Die vielen Klimakatastrophen, die da einhergehen, die seufzende Kreatur und all das, was es umgibt, die Ungerechtigkeit, die es gibt zwischen Menschen, die Achtlosigkeit. Herr,
Erbarme dich uns und unserer oft so kleinen Kraft. Lass uns nicht verzagen, sondern lass uns neu auf dich schauen und dann das, was wir tun können, auch wirklich tun. Wir danken dir, dass du uns nicht im Stich lässt. Amen. So wünsche ich Ihnen einen gesegneten Tag heute und vielleicht auch, dass Sie das ein oder andere tun, was heute dran ist.